Herzlich willkommen zurück zu Transportfieber. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. So, also da war ich in der letzten Folge keine Mods dazu gemacht habe, habe ich wie versprochen drei hinzugefügt. Zum einen ist das deutsche LKW-Set, richtig cool. Zum anderen ist die Trek-Serie 185. Geiler Schinke, oder? Und jetzt haltet euch fest. A320 von Lufthansa. Richtig geil. Also ihr seht, da kommen noch richtig geile Mods. Ja. So, in der letzten Folge haben wir ja die ganze Linie gemacht. Und ja, jetzt können wir eigentlich die Züge draufhauen. Ich werde jetzt erstmal beginnen, das Rohöl hier zu der Raffinerie zu bringen. Und ja, dann hoch nach Rehbach. Der Treibstoff. Und dann natürlich die LKWs verteilen das dann in die City. Ja. Und dann warten wir ein bisschen, bevor wir da die der andere Zug draufklatschen in die andere zwei Cities. Weil die Raffinerie und auch die Ölquelle, die muss auch noch wachsen. Also das dauert ein bisschen. Ja. Gut. Jetzt habe ich natürlich keine Depots gebaut, ne? Dann bauen wir mal. Ja, können wir eigentlich schon machen. Weil da hinten da kommt ja eh nichts mehr. So. V90 vielleicht. Ja, mit 80 km/h. Die ist halt schweineteuer, ne? Mit 7 Millionen. Ob eine kann man holen. Was zieht die Zugkraft? Egal, nehmen wir sie mal. Ich habe ja extra zweispurig gemacht, falls man noch einer drauf klatschen will. 160 km/h schaffen die. Der holt das Rohöl. Farblich machen wir sie gut. Sehen. Machen wir 12. Linie zuweise. Ja, Rohöl. So, wir klicken aber noch nicht auf Stadt. Und erstmal die andere Linie. Kommt er von dem Depot her? Ach, da kann ich schon das Depot nutzen eigentlich. Ja. Gut, machen wir das. Da nehmen wir auf jeden Fall ein bisschen schneller hier. So, eine mit 120. Gekauft. Und Treibstoff. Hier. Da fahren nur rote Züge rum. Machen wir so schwarz. Hier 5, 6, 7, 8. Machen wir 150. Und das ist schon gut, glaube ich. Das so ähnlich. Rehbach. Da habe ich gar keinen Namen gegeben.
Hier ist er. Güterzug. Rehbach. Treibstoff. Fettnei. So. Das hätte man auch. Dann die LKW-Route hier. Und jetzt habe ich ein kleines Stück. Mal schon gucken, was für LKWs mal hin. Weil die große kommen ja erst noch. Und ja, immerhin sind auch nicht schlecht. Die nehmen wir Treibstoff. Die machen wir gelb. Naja, die willst du mal holen. Machen wir 4. Rehbach Treibstoff. So. Ein paar Folgen machen wir endlich mal wieder fix. Lass mal wieder laufen. Da ist unser Rohöltransport. Linienbenutzung, nein. Durch unseren Treibstoff zu unseren Erster. Okay, da muss er immer die Strecke fahren, dann hat er sie in der Linie benutzen. So, da sammelt sich auch schon das Öl. Hier sieht man es. Oh, neue Tram. Mirage. Das sieht auch schon cool aus, ey. Ich glaube noch 2 Waggons, da wird es eng. Mit einer 240 Bahngleise. Aber dann nimmt 180 mit. Oder packt, jetzt nimmt er nur 10 mit. So, die werden dann ja erst das Öl kriegen. Was wir in der Zwischenzeit mal machen können, ist da mal das ganze Zeug zu fördern. Ne? Höchstgeschwindigkeit. Oberleitung, ja. Anwenden. Ich finde es doof, dass man so beides gleichzeitig machen muss. Jetzt muss man erstmal Höchstgeschwindigkeitsgleise machen und dann die Oberleitung. Was wir hin haben. Ja. Da ist nur am Hube. Geil. So. So eine Hube, das macht kein kleines Stückle vergessen. Sind wir später blöd am Rumsuchen.
So, ich erneuere das ist erstmal bis zum Merzweiler. Und jetzt die ganze Nordroute. Oh Gott, hoffentlich lässt er sich erneuern. Ach, zum Glück. So. So, da drüber werden auch schon die erste Häusle gebaut. Wunderbar. Schon Verkehr jetzt, ne? Wenn wir ein bisschen mehr in die Moderne kommen, geht's rund. Aber das sagt uns eigentlich, dass zu wenig Personenzüge oder die zu langsam abtransportiert werden, wenn sie lieber mit dem Auto fahren. Müssen wir da irgendwann mal gucken. Wieder ein Huber. So. Der lässt sich wieder aufwerten ohne Problem. Der gibt sogar Überdachung, weil er so schön ist. Gleis zu gucken, das ist schon nicht schlecht. Gefällt mir. Kann man so lösen. So. Das soll fürs Erste reichen. Weil wir müssen jetzt auch noch die Oberleitung machen. Wunderbar. Gleich haben wir's. So, das war's. So, die Strecke hätten wir modernisiert. Gucken wir mal, was sie jetzt so machen. Na, da geht's schädlich hoch. Ist gut. Wenn er die 100 Obergrenze erreicht hat, dann vergrößert er. Das heißt, die Fabrik wird danach größer. So, wie brauchen die eigentlich? So. 157 Treibstoff Gesamtbedarf. Bis jetzt haben wir noch nichts geliefert. Ja klar, braucht noch ein bisschen. Da ist er. Hat immer noch nichts dabei. Aber jetzt fängt es ja zu bunkern. Unser erster Treibstoff. Wie ist denn der Takt bei dem? Hier haben wir ihn. Bin ich jetzt blind? Da oben. 3 Minuten.
Sollte aber reichen fürs Erste. Ein bisschen schneller. Und das mal dann noch ein bisschen Larve. Was ich mich gerade erinnert habe, ist, dass hier ziemlich viele Autos hier Endjahre erreicht haben. Zum Beispiel da unsere Weizengeschichte vom Anfang. Hier fahren sie rum. Dann spendiere ich mal alle neue Fahrzeuge. Gebt mal ein bisschen Geld aus. Die kriegen dann MAN. Seite. Die Mama auch Geld. Sofort ersetzen. Dann die Speicher, Speicher. Die Lebensmittel mit Haus noch. Die kriegen 8er immerhin. Futter. Machen wir grün. Sofort ersetzen, ja. Lebensmittel Siesbach. Selbe Spiel hier. Futter. Sofort ersetzen. Ja, 90 Euro. Jetzt hat man da die Tramlinie 1, das erste Tram. War das meine ich. Ach, gucken wir mal nach Limbach. So, da haben wir sie. Wie viel fahrt die ein? Naja, schlecht wie recht, ne? Ich glaube aber eher, weil zu wenig drauf sind. Weil es stehen nur Leute rum. Ja. Sieht auch der Verkehr da innerstädtisch. Das ist nicht so gut. Vor allem müssen wir sich dann halt mal überlegen, ob man da so Ausweichroute macht. Na. Machen wir aber erstmal einen schnellen Fahrzeugersatz. Machen wir auch die Mirage. Sofort ersetzen. Und ich würde da auch noch ganz weh drauf hauen. Was sind wir jetzt für Taktzeit? 74. Doch, da wird sich so Ausweichroute schon lohnen. Hoho, hoho, deutsche Lufthansa der erste. Geile Sache. Geile Sache, du mach gleich mal, was unsere Fluglinie macht. Okay, erneuert sind wir alle. Das sind die nächsten, die ausgedacht sind, sind schon so alt. So, die Luftlinie.
Wo versteckt sie sich? Hier. Was? Sie macht sogar Gewinn, Alter. Sei mal. Torwarten 8. Aber die macht Gewinn. Bist du glaube? 4 Mann. Und mal gucken, was die als Austausch Kapazität 21, wir haben den Lockhead drauf. Der Kostensbetrieb kostet 1 Million im Jahr. Der nur 670. Na, ich würde sagen, die lassen wir noch ein bisschen laufen. Man ist gut möglich, dass die Städte da noch ein bisschen mehr wachsen. Da können wir sogar ein bisschen helfen. Na, wo haben wir es denn? Hier so rüber. Also kann man der Städte ein bisschen helfen zu wachsen. Hier vielleicht noch, da können sie da noch ein paar Häusle links und rechts bauen. Ja. Das befüllt vielleicht auf Lokalfahrer wieder ein bisschen mehr. Was sagt denn da die Tramlinie? Hausen macht miese. Nein, muss mal was erlaufen. Bis zur Erneuerung. Und mal kurz beim anderen Flughafen noch. Dann fast schon wieder die Folge zu Ende. Das geht so fix her. Wo richtig Bock hat und richtig dabei ist. Ob da ein bisschen die Stadt sich erweitert, eventuell. Wird da jetzt dabei. Oh, schon 44. Geile Sache. So, gucken wir mal, was er abdeckt. Heidenei. 57% abdecken. Mit der Busse mal 44%. Da werden wahrscheinlich alte Züge und so mitzählen. Die MM1 haben wir noch gar nicht so gut, ne? Die machen wir low jetzt. Coole alte Schinke. Ja. Aber dass sie keinen Tank oben drauf haben. Ich meine, ist immerhin Treibstoff. Naja. Und die hat sich sogar schon vergrößert. Ich mache jetzt versucht das auf 200 zu kommen. Wir versuchen da genug Treibstoff. Die hat 200 Asisch. Die tun sich sogar jetzt erweitern. Nächsten 2 Monate. Das heißt, hätte man glaube ich schon die 300 sind es dann oder 400, bin ich nicht sicher. Ja, dann kommt es in die Rolle, dann können wir dann langsam mal die 2 Cities ausschließen. Okay, ihr Lieben, aber das war's für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Haut rein. Ciao.